Und auch vielen Dank, dass ihr alle da seid, weil es war ja nicht so leicht, denn wir sind nicht im Programm. Wir sind sozusagen im letzten Moment aufgetaucht und können unsere super Studie hier vorstellen, wieder erwarten in einem großen Saal. Dafür eben, wie gesagt, nicht im Programm. Ja. Herzlich willkommen. Sabria und ich haben eben 2010 auf der Republika unser Slow Media Manifest vorgestellt. Und wir dachten uns, 5 Jahre später ist ein guter Zeitpunkt, um sich zu überlegen, ob das damals ein sinnvolles Konzept war. Wir sind durchaus kritisiert worden, vielleicht war der eine oder andere dabei, noch in der Kalkscheune. Und das würden wir euch jetzt gerne mitteilen. Zunächst ist die Frage, was Slow überhaupt bedeutet. Slow bedeutet natürlich erstmal langsam, und das ist eigentlich ein tödlicher Begriff für alles, was mit Medien zu tun hat. Man stellt sich nämlich ganz schnell etwas vor, was eigentlich langweilig ist. Das Gegenteil von Echtzeit, das Gegenteil von digital. Und unser verstorbener Freund und Mitstreiter Hans-Georg Stolz hat das sehr gut auf den Punkt gebracht, was wir unter Slow verstehen. Das war vor 5 Jahren für uns eigentlich die Entdeckung, zu sagen, Medien sind irgendwie wie Essen. Ja, Slow Food, das ist ja jedem ein Begriff. Das ist 1986 entstanden als Gegenbewegung zu Fast Food. Also da hat in Rom der erste McDonald's aufgemacht und da hat sich eine spontane Protestbewegung um Carlo Petrini entwickelt, die einen gegenteiligen Ansatz vertreten hat, und zwar Regionalität, ganzheitlichen Ansatz, die Dinge als Ganzes sehen, das Essen mit Achtsamkeit und nicht einfach schnell nebenher zu konsumieren. Daher kommt auch der Begriff Slow, weil die einen Gegenbegriff zu Fast Food gesucht haben. Deswegen ist auch unsere Definition von Slow nicht langsam, weil auch bei Slow Food geht es ja nicht um darum, dass man die Gurke besonders langsam schneidet oder so in der Zubereitung, sondern es geht um die Haltung, mit der man dem Essen begegnet, mit der man es zubereitet und auch die Gastfreundschaft und der soziale Aspekt, mit dem man das gerne mit anderen teilen möchte. Und das hat sich, der Slow-Begriff hat sich sehr, sehr weit verbreitet. Zitter Slow gibt es, Slow Media. Der Begriff ist schon ab und zu vor uns aufgetaucht. Wir waren die Ersten, die es konzeptionalisiert haben, so sagen viele, also einen theoretischen Rahmen gesetzt. Wir haben 2010 das Manifest geschrieben. Slow Media, was ist das? Das ist ein theoretisches Konzept, das die Bedürfnisse und Kräfte, die den digitalen Wandel antreiben, beschreibt. Also wir schauen, was ist das, was dem digitalen Wandel zugrunde liegt und was ist die Frage, auf die das Internet die Antwort ist? Das Schöne an dem Manifest war, dass es relativ schnell aufgegriffen wurde. Wir hatten wir haben das am Neujahrstag 2010 veröffentlicht oder am 2. Januar. Und innerhalb einer Woche gab es eine Übersetzung ins Französische und wenige Tage später gab es die erste russische Übersetzung, die Leute von sich aus gemacht haben. Und etwa noch eine Woche später, also noch im Januar, hat Bruce Sterling, ein bekannter Autor und Blogger, unseren Text genommen und in die Wired gesetzt. Das war der Push, den wir gebraucht haben, glaube ich, um international das Ding zum Laufen zu bringen. Das ist auch international sehr viel besser aufgenommen worden als in Deutschland, muss man fairerweise sagen. Ist mittlerweile eigentlich auf der ganzen Welt zum Standard geworden als Standardrepertoire in der Diskussion um gute Medien. Es gibt eine ganze Reihe von Doktorarbeiten, Seminaren, Kongresse, jetzt zum Beispiel gerade in der Universität von Bath zum Beispiel vor drei Wochen ein Kongress gewesen. Also es ist ein Thema, das in der akademischen Welt vor allem rezipiert worden ist. Ja, und wenn man sich das ansieht, wo das rezipiert worden ist, vielleicht greifen wir mal kurz vor, aber das kommen wir nachher. Das ist vor allem, also in über 30 Ländern, wir können das ja auf dem Blog sehen, wer auf uns verlinkt. Wir haben ja einen englischen Blog und einen deutschen Blog. Und das ist in 32 Ländern aufgenommen und diskutiert worden. Und das sind alles Länder,
die auch in der technischen Entwicklung an der Frage stehen, was machen wir jetzt damit? Also zwischen 2000 und 2010 war ja sehr stark die Entwicklung, alles schneller, noch verfügbarer, noch kostengünstiger. Und da fing das an, dass man an der Phase ist, wo man denkt, jetzt ist das da und was machen wir damit? Und um diese konkrete und praktikable Anwendung, darum geht es, wenn man das praktikabilisiert. Genau, wir haben einfach diese 14 Kriterien, die sind natürlich ausformuliert, aufgeschrieben, das könnt ihr auch gerne alle nachlesen. Der Text ist überhaupt nicht slow, der ist literarisch eher, ja, also ich würde den heute anders schreiben. Das sind jedenfalls die Oberbegriffe, die wir uns gesucht haben. Wir haben gesagt, also es geht bei Slow halt darum, dass man was macht, was hält im Vergleich zu etwas, was man wegwirft. Etwas, auf das man sich konzentriert im Vergleich zu etwas, das man nebenbei tut. In der Medienproduktion geht es darum, etwas möglichst gut zu machen, möglichst sorgfältig herzustellen im Vergleich zu zum Beispiel möglichst effizient. Dann natürlich sehr stark der Respekt, der gegenseitige zwischen den Rezipienten und den Publizisten und natürlich die Unterstreichung des Dialogs. Ja, und der Rest, das ergibt sich der Rest ergibt sich von selbst. Wir kommen ja, das ist ja vor allem alles alter Kram. Also wir kommen jetzt gleich auf das, was wir inzwischen gemacht haben. Das ist nämlich, hier ein bisschen angeben, wie toll das war und wer das alles gelesen hat und wo das überall gestanden ist. So, und jetzt kommen die Sachen, die nicht so gut sind daran. Weil das ist nämlich eigentlich eine ganz blöde Metapher, Medien wie Essen zu sich zu nehmen. Das ist Konsumismus. Das ist, erstmal werden Medien nicht gekocht. Da ist nicht irgendwie Rohstoff, den ich klein hacke und dann brate und so. Das ist eine komische Metapher. Das kann man schon mal sagen, aber eigentlich ist es schräg. Und dieses Konsumistische, das wird Medien auch, also gerade wenn man mit journalistischem Ethos an seine Medienproduktion geht, wird das überhaupt nicht gerecht. So, das ist eine Kritik, die wir sehr ernst genommen haben. Eine zweite, die noch schlimmer ist, die kam sehr stark aus den USA, weniger als Kritik, sondern als Endorsement. Zum Beispiel in Monocle, da wurde geschrieben, endlich gibt es etwas, womit wir uns als Elite von der Masse abheben können. Slow Media, das ist wie Slow Food, da können die ganzen dummen, armen Leute nicht mit. Das ist also etwas, womit wir uns abgrenzen, etwas Elitäres. Und das wollten wir natürlich nicht, das ist überhaupt nicht unser Ding. Wollen wir gar nicht. So, und das Dritte, ich weiß nicht, da müsstest du mir etwas dazu sagen, das ist so dieses, es kommt ja so ein bisschen trutschig daher. Ja, genau, also es ist natürlich so, dass es gibt es auch, deswegen haben wir das nachher in der Studie auch als Dimension mit aufgenommen, so retromäßig, ja, also okay. So früher war alles besser und wir wollen zurück zum Papier und alles Neue ist doof. Und deswegen haben wir das ja als These in dem Manifest damals schon extra aufgenommen. Es ist progressiv, es geht darum, dass man, wie man diese digitalen neuen Sachen alle benutzt und um Experimentierfreude, viele haben uns das nicht geglaubt, ist aber so. Und es bestätigt sich auch, dass es tatsächlich so ist. Ja, das hoffe ich jedenfalls. Also ich meine, es ist immer, ja. Definitiv hat etwas gefehlt und das war auch eine Kritik, die relativ bald kam. Ich meine, wir haben das bei irgendwelchen Verlegern vorgestellt, die fanden das alle super. Und dann können wir so die Aussage, ja und jetzt? Es ist nicht wirklich operationalisierbar. Es ist eine rein theoretische, es ist ein Essay. So, schön. So, und deswegen haben wir uns gesagt, okay, was machen wir damit? Wie bekommen wir da Fleisch dran? Und das ist eigentlich die Hauptsache, was wir heute vorstellen können, was damals noch nicht da war, wie wir zum einen den Perspektivenwechsel schaffen, aus der Verlegerperspektive wieder zurück zur Rezipientenperspektive. Ich meine, wir waren damals alle irgendwo in den Medien beschäftigt, selber auf der Verlegerseite. Es ist völlig klar, wir hatten komplett diese Verlegerbrille auf. Das war einfach nur die eine Hälfte und vor allem der letzte Punkt. Medien sind okay, man kann irgendwie alles als Medium betrachten. Richtig interessant wird es natürlich, wenn man das einbettet in die Lebensumstände der Leute. Ja, und es ist ja so, dass eine Theorie ist nur dann gut, wenn sie auch praktikabel ist. Und deswegen haben wir, nachdem wir vor 5 Jahren das Manifest geschrieben haben und weiter theoretisch entwickelt, uns nach und nach auch mit den Fragen befasst, wie kann man das praktisch anwenden zum Nutzen? Zum Beispiel der digitale Arbeitsschutz ist ja eins, die Anwendung im Arbeitsumfeld, also wie kann man das sinnvoll anwenden und zu glücklichen, gesunden, resilienten Arbeitsverhältnissen führen und die Studie? Genau, das sind jetzt die Fragen, wo wir gesagt haben, wir müssen da
eine Studie machen, weil wir sonst nicht die gleiche Sprache finden wie die Leute in der Praxis. Wir müssen uns klassische Medienforschungsfragen raussuchen. Wir müssen uns überlegen, was sind die anschlussfähigen Gedanken, die wir, ich meine, als Praktiker auch in der Medienforschung kennen. Wie sprechen Leute in Agenturen, wie sprechen Leute in Verlagen über ihre Produkte? Und dann kann man wirklich sich so fragen, zum Beispiel, unterscheiden sich denn die Leute überhaupt nach unseren Kriterien oder ist das völlig beliebig? Ich meine, haben wir uns da was ausgedacht oder finden wir das irgendwo wirklich, wenn wir hinschauen? Das Zweite, so können wir vielleicht unterschiedliche Typen identifizieren? Typen bedeutet immer, dass man Leute zu Gruppen zusammenpackt. Das ist grob, aber so funktioniert die Welt eben noch. Und was wir auch wissen wollten, ist, dieses Slowness-Ding, da wird immer so wie so ein Orchideen-Nischen-Tralala betrachtet. Ne? Wir wollten mal genau hingucken und... Wir sehen einfach, wie breit ist es. Wie ist es überhaupt? Ist das wirklich so elitär? Ist es elitär oder gibt es Kategorien, die man eigentlich auf jeden anwenden kann in unterschiedlichen Facetten. Und der letzte Punkt ist natürlich besonders wichtig, weil da der kommerzielle Punkt ist. Ich meine, wir wollen alle Geld verdienen und wir wollen natürlich zeigen, dass man ganz tolle, erfolgreiche Medien machen kann, weil es dafür Zielgruppen gibt für Medien, Marken und Menschen. So. Und dann haben wir uns nämlich genau das ausgedacht, wie man so eine Studie aufbaut. Also der von euch, der schon mal eine gesehen hat, so Best for Planning oder wie die alle heißen, oder TGI, die sehen immer so aus, da sind dann immer so sehr fancy, baut man da so Polaritäten auf, nach denen man dann seine Fragen stellt. Aber so toll wie die gibt es natürlich nicht. Ne? Es ist aber sehr grob, es ist sehr holzschnittartig. Also wir sagen zum Beispiel, geht es irgendwie so um Entspannung, Entspannung versus Anspannung. Es geht zum Beispiel hier Haltbarkeit im Vergleich zu Flüchtigkeit. Es geht um Konzentration im Vergleich zur Ablenkung. Es geht um Dialog im Vergleich zu Couch-Potato-Rumsitz. Es geht um Qualität im Vergleich zu Preis. In Deutschland eine sehr wichtige Diskussion. Es geht um den Begriff Dynamik im Vergleich zu Statik, im Stehenbleiben. Und es geht um Nähe und den Wunsch nach Bindung. Das ist einer der Faktoren, die sehr zentral zum Beispiel den Erfolg der sozialen Medien bestimmen. Die Leute wollen Bindung aufnehmen, wollen Kontakt aufnehmen. Und deswegen haben wir das da extra aufgenommen als Dimension. Und auf der einen Seite steht Bindung und auf der anderen steht Entfremdung. Und das Ideale ist, wen wird es wundern, dazwischen, nämlich, dass man sich binden und abgrenzen kann. Das ist etwas, was auch die Brücke zu Medienkompetenz schlägt, weil Mediensouveränität bedeutet auch, man kann sich an jemanden oder an etwas binden, aber auch wieder davon abgrenzen. Also zum Beispiel Smartphone zwar mit Freude und Begeisterung anmachen, aber es auch gut wieder ausmachen können. Das haben wir mit erhoben. So, und jetzt kommt das total Abgefahrene. Wir machen ja Data Visualization auch. Also das normalerweise, also die altbackenen, vielleicht kennt einer von euch auch zum Beispiel die Sinusmilieus oder die Lebenswelten. Und wir haben uns gedacht, zweidimensional, das ist viel zu trivial, wir machen dreidimensionale. Und deswegen haben wir hier diesen Cube mit unseren Slow-Media-Welten da drin, der so aussieht, dass keiner ihn sofort versteht. Und das macht sich einfach gut, wie der sich dreht. Und man kann ihn aber auch anhalten, zum Glück. Und dann sieht man diese Dimensionen. Wir kommen jetzt gleich auf das, was drin steht. Wir werden euch das praktisch vorführen anhand der Studie selber. Wir zeigen die gleich in einem Tool, mit dem man die anschauen kann. Wir haben hier so eine Hauptkomponentenanalyse gemacht. Das ist ein statistisches Verfahren, wo man sich anschaut, gibt es irgendwelche Dinge, die zusammenhängen. Und wir haben tatsächlich drei so Dimensionen gefunden, wo unsere Polaritäten vom letzten Chart irgendwie so zusammenfallen. Das eine ist eine Polarität irgendwo zwischen Fortschritt und Rückschritt, kann man sagen, zwischen Progression oder konservativ. Dann gibt es tatsächlich eine ganz klare Unterscheidung der Leute in Online und Offline. Es gibt einfach Leute, die definieren sich über ihre Online-Kultur. Und das nächste, das finde ich eigentlich einen besonderen Knaller. Es gibt Leute, die mit ihrem Medienkonsum sich einfach nur unterhalten wollen und das auch sagen. So. Und das ist eigentlich auch okay. Also ich finde da nichts dabei. Ich habe auch mal bei RTL 2 gearbeitet. So, und das sind also jetzt unsere Typen. Also keine gute Studie ohne Typen. Und das Tata vergessen.
Und die Typen, die denken, wie gesagt, gleich gehen wir in die Daten und zeigen die dann auch, wenn man jetzt mal der Reihe nach durchgeht, also vielleicht mal gegen den Uhrzeigersinn, da gibt es so die Luxuriösen, das sind so die Leute, die sich abgrenzen durch ihren Medienkonsum. Die sagen, ich kaufe mir zum Beispiel ein Buch oder eine Zeitung und kann mir leisten, meine Zeit damit zu verbringen. Die kaufen sich zum Beispiel auch teure Magazine, zum Beispiel teure monatliche Frauenzeitschriften, teure also Prestige, das sind die Coffee-Table-Book-Leute, deswegen luxuriös, das ist irgendwie die, und die schwelgen sozusagen in den Medien. So die zweite Gruppe, das sind die Leute, die in ihrer Arbeit aufgehen, für die ihr Berufsleben und die Tätigkeiten, die sie ausüben, zusammenfallen, also die mit dem, was sie in der Freizeit machen wollen. Das sind relativ viele, so ungefähr 10% der Leute, für die das okay ist, auch am Wochenende zu arbeiten, weil sie es nicht als Arbeit empfinden. Also wir haben diese Typen danach gebildet, nach unterschiedlichen Aspekten, was die Menschen in ihrem Leben sozusagen als slow empfinden. Und jemand, der in seiner Arbeit aufgeht, der sehr gerne arbeitet, der fühlt sich natürlich zum Beispiel durch E-Mails am Wochenende auch nicht gestresst. Das ist ein ganz wichtiger Indikator. Es sind wenige Leute, wie gesagt, die meisten Leute wollen keine E-Mails am Wochenende lesen. Sehr interessant ist, die Leute zu betrachten, die das wollen. Was machen die sonst so? Dann haben wir die Digitalen. Das ist auch eine ganz interessante Gruppe. Das sind wahrscheinlich sehr viele Leute, die auf der Republika rumlaufen. Das hat nichts mit Digital Natives zu tun. Das ist ein komischer Begriff, weil der hat ja irgendwas mit Native bedeutet ja, man ist irgendwie reingeboren worden. Danach kann ich nicht Digital Native sein mit Jahrgang 70. Da gab es noch nichts Digital. Das ist auch tatsächlich nicht altersabhängig. Die sind tendenziell ein bisschen jünger als die anderen, aber im Großen und Ganzen das sind das Leute, die sehr stark digitale Medien für sich nutzen. Und interessanterweise sind das die Leute, die die stärkste Affinität zum gedruckten Wort haben. Von allen Gruppen sind die Digitalen, das heißt die Leute, die die meisten Kontakte in Social Media haben, die die meiste Nutzung von Twitter oder Facebook haben, sind die Leute, die am liebsten Zeitungen lesen. Nicht immer, aber oft. Und das ist eine Sache, die uns sehr überrascht hat, weil das war vor 5 Jahren noch nicht so. Als wir damit angefangen haben, war der Bruch ganz klar. Leute, die digital waren, haben die Zeitung aufgegeben. Jetzt sehen wir, die kommen wieder zurück. So, und man sieht auch zum Beispiel, dass die Menschen in der Mediennutzung viel, viel differenzierter sind, als man denkt. Das ist gar nicht so, dass man die einteilen kann in Onliner und Offliner, sondern es gibt welche, die tendenziell eher das machen und das. Es gibt aber auch welche, die schauen, was wollen sie machen? Wollen sie lieber Austausch? Wollen sie lieber Information? Wollen sie Kontakte knüpfen? Und dann gucken die, wo kann ich das machen? Und dann machen die das online und offline. Ganz interessant sind die beiden Gruppen hier drüben, die Entspannten, das sind so die Couch-Potatoes, die nutzen Medien besonders gerne passiv, würde ich sagen, und sind dadurch schon relativ slow, weil die liegen einfach da und die lesen auch manchmal Sachen, aber nicht sehr viel, meistens schauen die fern. Und dann gibt es die Nachhaltigen als genauen Gegenpol zu den Digitalen. Die Nachhaltigen, das sind die Klasse, die heißen nicht umsonst so, das sind Leute, deren Hobby ist zum Beispiel Gärtnern. Und die verabscheuen digitale Medien, die lesen die Zeitungen, weil sie digitale Medien nicht gut finden. Das ist sozusagen das andere Extrem. Und es gibt eine Gruppe, die übrig geblieben ist, die so gar nichts Slowes hat. Und das sind gar nicht so viele Leute. Also es sind ungefähr 10% der Leute, die wir nicht einordnen konnten, die in ihrem Leben keinen der Aspekte finden, den wir ihnen vorgeschlagen haben. Und die haben wir dann die Gestressten genannt, weil die sind völlig negativ. Das sind Leute, die fühlen sich immer überfordert, die fühlen sich entfremdet, die fühlen sich in ihrer Arbeit gestresst, die kommen mit E-Mail nicht zurecht, die finden Social Media fürchterlich, lesen aber auch nicht wirklich gerne. Also das sind so Leute, die ein Problem mit Medien haben. Genau, und die laufen eigentlich so hinter allem her. Genau, das sind Leute, die sagen zum Beispiel, dass es früher besser war. Das sagen alle anderen eigentlich tendenziell eher nicht. Da sind einzelne Aspekte früher besser gewesen, aber nicht so generell. So, das ist also schon mal so eine Übersicht und jetzt gehen wir da mal hinein. Wir haben hier nämlich sozusagen was mitgebracht, deswegen haben wir auch so mühselig umgestöpselt. Wir haben hier ein solches Tool, das nennt man ein Zähltool, das kommt aus der alten, guten alten Media-Agenturenzeit, weil man darin Typen zählt und da kann man jetzt hier so reingehen und kann hier zum Beispiel... Wir tauchen jetzt in die Daten. Nein, uns geht nicht. Es geht jetzt überhaupt nicht mehr. Ach, der gute Herr Furukawa da irgendwie rumgepfuscht. Das ist natürlich furchtbar. So. Das ist natürlich sehr schade. Also schau mal, jetzt sieht es so aus, als ob es geht. Oh. So, hier sind jetzt unsere Types. Das sieht jetzt irgendwie furchtbar aus. Und jetzt machen wir mal, also
Ich mache die mal ein bisschen größer, dass man was sieht. Das zweite. Genau, machen wir mal hier doppelt. Plopp. So, das ist ein bisschen größer, das ist so ein Tortendiagramm. Tortendiagramme sind eigentlich nie besonders gut, aber da sieht man, das sind diese Gruppen alle drin. Und jetzt schauen wir mal, wie die sich unterscheiden, zum Beispiel in ihrem Verhalten Zeitungen zu lesen. So, und dann geht man da rein und dann sieht man das. Und jetzt machen wir daraus ein Chart. Ne? Zack. So, und jetzt kann man damit arbeiten. Also ich möchte jetzt da gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber das so arbeiten wir mit. Ich meine, das sind 2500 Interviews, die wir geführt haben. 2500 repräsentativ erhobene Leute. Das ist so klassische Mediaforschung. Da geht man dann her und lädt die ein. Das sind Leute, die in einem Panel organisiert sind. Das heißt, Leute, die gesagt haben, ja, ich möchte an so einer Marktforschung mal teilnehmen. Und die werden dann von einem Marktforschungsinstitut befragt. Und dann fragen wir sie in diesem Fall, wie oft sie Zeitung lesen. Und das ist häufig gelegentlich selten. Und wenn man das zusammenzählt, ist der vierte Balke weggelassen, das ist nie. So, und da sieht man schon, dass sie sich ganz schön stark unterscheiden. Es gibt Leute, die lesen, also so diese Networkers hier zum Beispiel, die lesen nicht wirklich viel Zeitung. Und was ich eben gesagt habe, die Digital Natives, wie sie da noch heißen, also diese Digital-Leute, die lesen durchaus Zeitungen. Nicht so viel wie die Luxuriösen. Für die ist Zeitung das wichtigste Medium und so weiter. Und da kann man jetzt hergehen und das vergleichen, jetzt machen wir es mal wieder ein bisschen kleiner. Vergleichen wir das mal. Und machen das jetzt nämlich nochmal. Zack. Und gehen her und machen das. Mit Fernsehen. So, und weil Fernsehen nicht so gut trennt, machen wir jetzt hier ein bisschen. Fernsehen machen wir mal häufig. So. Und jetzt machen wir da wieder ein Balkendiagramm, dass die ein bisschen nebeneinander sind. So, das ist jetzt im Vergleich dazu die Verteilung, also die Leute, die sagen, ich sehe häufig fern. Und da sieht man eben, dass sich die Typen sehr stark unterscheiden, wenn man das häufig bei Zeitungen und häufig bei Fernsehen vergleicht. Das trennt sehr gut. Das ist zum Beispiel eine Variable, die sehr interessant ist. Oder wenn wir hergehen, jetzt machen wir die mal weg. Jetzt gehen wir mal, dass ihr mal ein paar Statements seht, die wir genommen haben. Welche Statements waren das? Leben 1, oder? Leben 1. Genau. So sehen jetzt so Fragen aus, die wir gestellt haben. Ich mache die mal größer. Doppelt. So, wunderbar. Das sind typische Fragen, die wir gestellt haben. Also zum Beispiel die Frage, es ist wichtig, sich voll und ganz auf das zu konzentrieren, was man gerade tut. So. Und da sagen die Leute, ja, voll und ganz, stimme ich dem zu und so weiter. Und das sind die Verteilungen dazu. Oh, ja, ja, da ist das Mikro. Also das ist zum Beispiel das, was mich mit am meisten überrascht hat, ist, dass wenn man zusammenrechnet, die Leute, die sagen, trifft voll und ganz zu und trifft zu, dass das sind 90%, die sagen, ja, es ist wichtig, sich voll und ganz auf das zu konzentrieren, was man gerade tut. Also das hat mich zum Beispiel wahnsinnig überrascht. Und das erklärt auch viel, wie jemand, der das Bedürfnis hat, sich voll und ganz auf etwas zu konzentrieren, in einer Welt sich zurechtfindet, die sehr stark von Unterbrechungen geprägt ist und sehr stark von Zerstreuung und vielen verschiedenen, das ist ja die Mehr vom Multitasking, also wir können daraus ganz klar ablesen, die Leute wollen nicht multitasken, die wollen sich auf eine Sache konzentrieren. Auch zum Beispiel das Arbeitsleben, das sehr stark von ständigen Unterbrechungsreizen mit Pop-up-Fenstern und so geprägt ist, da sieht man, wie stark die Leute darunter leiden müssen, weil eigentlich ist das, man kann ja fast sagen, Grundbedürfnis offenbar, ne, wenn das 90% sagen. Und das Interessante ist, dass wir hier, ich habe das jetzt mal danach gefiltert, welche Leute wir als diese Digitals gesehen haben. Und die Digitals sieht man, wollen auch sich voll und ganz konzentrieren. Es ist also auch da nicht dieses, ha, die Leute, die digitale Medien, die haben alles so gleichzeitig und hier was und da was und so. Und ich meine, das wissen wir auch alle, dass das nicht so funktioniert. Das ist so eine die Legende der Social Media Marketing Leute, dass das so ist.
Das ist so, wir finden das empirisch nicht. Das existiert nicht. Das ist ein Hirngespinst. Also zumindest in unseren 2500 Leuten, die wir gefragt haben, gibt es das nicht. Da sind die Leute alle gleich. Die wollen alle sich gerne konzentrieren. Zum Teil können sie es nicht, weil sie die Möglichkeit nicht bekommen. So, jetzt haben wir ja eine ganze Reihe von Beispielen gezeigt, die vielleicht klar machen, also in welche Richtung wir da weiterarbeiten. Also es gibt jetzt so ein paar Richtungen, in die das weitergeht. Also wir versuchen schon, daraus politische oder auch ethische Aussagen zu machen. Eine davon zum Beispiel ist die Forderung nach Slow Startups. Slow Startups bedeutet für uns eben nicht dieses Good Enough. Das bedeutet nicht Getting Things Done. Getting Things Done ist just the opposite of doing things. Das ist furchtbar, wenn man Sachen nur weghaben will. Das ist überhaupt nicht slow. Und die Frage ist, gibt es nicht die Möglichkeit, slow auch in unserer Startup-Branche zu arbeiten? So, das ist das eine. Und zwar vielleicht auch ethisch nicht immer gleich mit der Keule zu kommen und Leute arbeitslos zu machen, sondern vielleicht dafür zu sorgen, dass die Leute sich sehr schnell in etwas Neuem finden. Das zweite ist das Thema Slow und Open Source. Das ist jetzt wieder ein Ansatz, der sehr stark von Bruce Sterling gestützt war. Bruce Sterling hat in Turin durchaus argumentativ geprägt, auch zitierend unser Manifest, eine Initiative gestartet, zusammen mit Massimo Banzi, dem Erfinder des Arduino. Slow, Open, gutes Design, Handwerkskunst als Alternative zu Corporate Silo, also zu dem Google, Apple, Facebook, alles wird in einen ummauerten Garten eingesperrt. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr schöner Aspekt. Das sind genau diese Dimensionen, wie wir glauben, dass gerade jetzt in der Welt des Internet of Things Slow Media sinnvoll weitergedacht werden muss, um auch da gute Medien in guter Qualität zu erzeugen. So. Sollen wir vielleicht kurz fragen, ob es Fragen gibt? Ja, also wie gesagt, das wäre es von unserer Seite. Ja. Vielen Dank. Und wir sind ja noch länger da, genau.